So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Wir springen zunächst nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Tja, der DAX hat sich ein wenig heute Morgen von dem, also hat sich von dem Schock heute Morgen, nachdem SAP schwache Zahlen gemeldet hatte, wieder etwas erholt und auch nach oben gearbeitet, seitdem so in der stabilen Seitenlage. Wir warten auf das, was uns aus den USA noch bevorsteht. Womit rechnen wir denn jetzt für die kommenden 2 Stunden für den Handelsverlauf? Ja, moin aus Frankfurt. Ja, stabile Seitenlage ist schön beschrieben. Also wir sind immer noch im Minus unterwegs, aktuell rund 0,7%. Das ist doch ein Stück wieder entfernt von den Tagestiefs. Aber du hast schon gesagt, SAP hat uns eben ein bisschen schockiert. Also Zahlen unter den Erwartungen, deutlicher Ergebnisrückgang, was wir hier gesehen haben fürs zweite Quartal. Immerhin muss man aber sagen, die Jahresprognose hat man bekräftigt. Aber SAP ist erstens ein DAX-Schwergewicht und zum anderen hat SAP jetzt ja die Berichtssaison bei uns eröffnet. Und wenn man mal bedenkt, wir hatten ja zuletzt einige Gewinnwarnungen gesehen, also sowohl von DAX-Konzernen als auch aus der zweiten und dritten Reihe. Das hat uns ja ohnehin schon so ein bisschen vorsichtig gestimmt, was jetzt hier von Seiten der Berichtssaison zu erwarten ist. Und dementsprechend ist kein Wunder, dass das den Markt jetzt nicht gerade zu einem Freudentaumel herausfordert, dass jetzt ausgerechnet die Eröffnung der Berichtssaison doch eher suboptimal verlaufen ist. Also dementsprechend, was das angeht, naja, der Schock so ein bisschen verarbeitet, aber gut, sieht immer noch anders aus. Ja, und dann gucken wir natürlich auf die Wall Street, denn wir haben uns zwar zuletzt an die Partystimmung ohnehin nicht so richtig angelehnt, aber dass die Rekordjagd an der Wall Street gestern dann doch erstmal unterbrochen wurde, hat hier dann auch nochmal für lange Gesichter gesorgt. Nach wie vor warten wir ja auf News zum Thema Geldpolitik, aber die EZB wird sich erst nächste Woche und dann ja danach erst noch die FED äußern. Also insofern, da können wir noch ein Weilchen bis dahin warten. Jetzt gab es ja heute auch wieder Zahlen aus den USA. Morgan Stanley hat vorgelegt. Da wollen wir natürlich gucken, wie das Ganze dann ankommen wird. Und wie gesagt, in der nächsten Zeit geht ja dann auch bei uns die Berichtssaison weiter. Der Auftakt schon mal verpatzt. Also wir warten jetzt einfach gespannt, was die Wall Street so abliefert. Ich will da mal ganz kurz spoilern. Morgan Stanley hat abgeliefert, wie die anderen Banken eigentlich auch. Also das war gar nicht schlecht. Mal schauen, was sie noch draus machen. Dir schönen Dank nach Frankfurt und wir schauen an die Wall Street. Genau, da schauen wir hin. Also, Dow Future leicht im Minus, nicht der Rede wert. S&P ebenfalls, können wir direkt vergessen. So, schauen wir uns mal die Grafik 0 an. Also das, was wir intern als Grafik 0 bezeichnen. Nämlich die, die noch zeigt, was uns bevorsteht. Microsoft, hatte ich schon gesagt, wird natürlich heute eine Rolle spielen. Vor allen Dingen, der Konzern ist global aufgestellt. Also, wenn wir momentan doch Angst davor haben, dass es vielleicht zu einer Abschwächung im einen oder anderen Unternehmen kommen kann, aufgrund der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, dann müsste man das eigentlich auch bei Microsoft sehen. Wir haben es schon an verschiedenen Stellen gehört, SAP ja unter anderem auch. Also, was wird erwartet? 1,21 Gewinn je Aktie. Am Abend wird dann veröffentlicht, nachbörslich. 1,21 Gewinn je Aktie, das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 8%, beim Umsatz 32,8 Milliarden, das wäre ein Plus von sogar 9%, also noch etwas stärker, und das muss geliefert werden, damit wir einigermaßen beruhigt dann auch schlafen gehen können. Aber, es wird natürlich nicht ausreichen. Ganz klar, wir schauen darauf, was wird Microsoft für das kommende Quartal sagen, wie wird der Ausblick sein, positiv verhalten, also neutral oder negativ, und wir werden natürlich aufs Cloud-Geschäft schauen. Immer wichtiger geworden bei Microsoft mit Azure und natürlich auch mit den Lizenz-, also mit den beitragspflichtigen, abopflichtigen Applikationen, die Microsoft jetzt beispielsweise im Internet anbietet, online anbietet. Sehr spannende Geschichte, und ich schaue mir ganz persönlich auch nochmal die Surface-Geschichte an, weil die hat im letzten Quartal doch kräftig überraschen können. Die Absatzzahlen, die hier gemeldet wurden und die auch zeigen, dass Microsoft mit der Hardware auf einem guten Weg ist. Meine Kinder interessiert natürlich, wie läuft es mit der Xbox? Ja, ganz klar. Und gibt es hier vielleicht irgendwelche Neuigkeiten? Auch das werden wir dann unter die Lupe nehmen. Übrigens, Sketch ist noch mit dabei, aber das nur so am Rand. Dann hat Philip Morris heute Morgen Zahlen bekannt gegeben. So, die gute Nachricht. Der Zigarettenkonsum geht zurück. Das freut mich persönlich auch als Raucher, weil ich ohnehin der Meinung bin, das braucht es nicht unbedingt. Die schlechte Nachricht, trotzdem hat Philip Morris einen besser als erwarteten Gewinn gemeldet, nämlich 1,46 statt 1,32, die erwartet worden waren. Und der Konzern hat auch noch beim Umsatz besser als erwartet abgeschnitten. Und
um dem Ganzen jetzt noch so ein bisschen das Sahnehäubchen drauf zu hauen, haben sie ihren Ausblick fürs Gesamtjahr beim Gewinn ebenfalls leicht angehoben. How comes? Ja, ganz einfach. Philip Morris hat IQOS, also ist momentan der Marktführer bei erwärmten Tabaksorten. Ich weiß nicht, halt die E-Zigaretten, die da durch die Gegend geistern. Habe ich übrigens noch nicht probiert, werde ich auch wahrscheinlich nicht probieren. Und Sie sehen es, das ist der Marktanteil von Philip Morris in diesem Bereich. Und da kommen die anderen dann erst relativ spät, also BAT oder Japan Tobacco, die sind da relativ weit abgeschlagen, was das Thema E-Zigarette und erwärmten Tabak letztendlich betrifft. Und ja, gut, ist momentan der Trend, der gespielt wird, auf jeden Fall gut für Philip Morris, muss man sagen, könnte der Aktie jetzt zu einem kleinen Sprung dann über diese 200-Tage-Linie und vielleicht auch über diese Widerstandszone verhelfen. Warten wir mal ab, wie sich das Ganze heute noch entwickelt. Netflix, da habe ich Ihnen einen schönen Chart mitgebracht, nämlich den Chart der vergangenen Monate. Jetzt sehen Sie, ich hatte ja gestern schon mal anklingen lassen, da müssen schon gute Zahlen kommen, damit Sie über diesen Widerstandsbereich hier, letztendlich diese 360, 365, 370, irgendwo drüber springen können. Ist nicht passiert, wissen wir ja alle seit gestern Abend. Da haben Sie die Quartalszahlen gemeldet und vor allen Dingen das internationale Wachstum ist doch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. So, wo wird also die Aktie letztendlich ihre Reise beginnen? Vorhin, als ich vor unserem Bloomberg Terminal gesessen habe, hier in etwa bei 322. Das heißt, wir haben diese Unterstützungslinie hier, die haben wir mal einfach wie ein warmes Messer durch die Butter einfach nach unten durchbrochen. Allerdings kleben wir jetzt hier an diesem kleinen Korrekturtief noch fest. Sollte das halten, hätten wir vielleicht eine neue Spanne, die sich hier etablieren könnte und dann werden wir sehen, wo wir in den nächsten Wochen rauskommen. Wird auch diese Linie bei 320 verläuft, die 322 verläuft, die auch die nach unten durchbrochen, dann sehen Sie schon, haben wir ein wenig Luft nach unten und in den Boards wird schon wild spekuliert, also in den US-Boards. Kann die 300-Dollar-Marke halten? Sehen wir vielleicht sogar die 280er? Nun ja, vielleicht ist das alles noch ein wenig vorgegriffen, denn viele Analysten haben sich das Q2 angeschaut, haben gesagt, ja, nicht schön, machen wir nicht mehr draus, als es ist und haben tatsächlich entweder ihre Kursziele beibehalten, minimal gesenkt. Der eine Analyst hat es, glaube ich, von 451 Dollar auf 450 Dollar zurückgenommen. Wir haben genügend Analysten, die sagen, wir wollen aus einer Mücke keinen Elefanten machen, die weiterhin positiv bleiben, weil sie sagen, am Geschäftsmodell, auch wenn der Wettbewerbsdruck zunimmt, am Geschäftsmodell hat sich nichts geändert, wird sich nichts ändern. Na klar, sie haben die Preise angehoben, na klar, da sind viele Abonnenten abgesprungen, die haben das ganz einfach genutzt, aber diese Churnrate, die wird sich wieder normalisieren. Ganz interessante Statistik, und da hat ein Analyst darauf hingewiesen, das Q2 bei Netflix ist extrem volatil. Und von den letzten vier Ereignissen hat Netflix in diesem zweiten Quartal dreimal die Prognosen tatsächlich auch deutlicher verpasst. Also irgendwas scheint in diesem zweiten Quartal zu passieren, worauf Netflix noch keine Antwort gefunden hat. Und jetzt kommt der eigentlich interessante Teil für alle Bullen, nämlich die zweite Jahreshälfte, die ist üblicherweise bei Netflix sehr stark. Also, für einen Abgesang noch viel zu früh. Schauen wir mal, vielleicht hält die Marke 3,22, vielleicht auch ein bisschen darunter. Das werden wir am Ende des Tages, sind wir da alle schlauer. Und dann könnte sich hier unter Umständen ein neuer Seitwärtstrend etablieren in einer gewissen Spanne. Apple, es gab ja gestern von Goldman Sachs, so, ich weiß nicht, als wenn man auf Zitrone gebissen hätte und danach so irgendwie sich zu dem Unternehmen geäußert hat, ja, so, sie finden es ja doch nicht so toll und was da alles noch passieren könnte. So, und heute hat sich ein Analyst dazu geäußert von Raymond James und der sagt, Mensch, das ist alles super. Die Beilegung im Streit mit Qualcomm setzt erstmal, ist ein Gamechanger für Apple, weil Apple jetzt weiter auf die Modems sitzen kann. Punkt 1. Punkt 2, er glaubt, dass Apple sehr viel mehr 5G-iPhones in den Markt bringen wird als bisher geplant, um auch diesem neuen Trend dann besser Rechnung zu tragen. Also nicht so sehr auf das Althergebrachte, sondern auf diesen superschnellen Standard. Übrigens in China sind die da schon alle einen Schritt weiter. Die bringen ja gerade alle ihre 5G-Handys auf den Smartphones auf den Markt. Habe ich jetzt Handy gesagt? Nein, es sind natürlich Smartphones. So, und bei Apple glaubt Raymond James, dass das Gleiche passieren könnte und dass das der Aktie ordentlichen Auftrieb gibt und deshalb outperform. Und Kursziel hier,
200 nicht 40, sondern 50 Dollar. Na, endlich mal wieder gute Nachrichten für Apple. So, eBay. Ich habe ja gestern noch gesagt, ach, langweilt mich alles irgendwie. Ja? Manchmal bin ich aber auch ein Idiot. Die haben gestern echt gute Zahlen gemeldet, muss man sagen. Beim Gewinn besser als erwartet. Beim Umsatz besser als erwartet. Einen guten Ausblick haben sie gegeben, wollen die Profitabilität weiter steigern. Wäre mir alles egal gewesen, ja, auch wenn die Wachstumsraten höher waren, als ich erwartet hatte. Aber wichtig, sie haben sich am indischen E-Commerce-Unternehmen Paytm beteiligt. Und das ist deshalb ganz interessant, weil Indien einer der wachstumsstärksten Märkte der Zukunft werden könnte. Ganz viele Konjunkturen jetzt aneinandergereiht. Aber deshalb macht das, was jetzt eBay gerade getan hat, durchaus Sinn. Sie suchen sich neue Märkte, versuchen sich hier irgendwie einzukaufen bei etablierten Firmen. Und da haben sie auch ordentlich Geld springen lassen. Und ich glaube, die Paytm-Bewertung war 3 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr haben die auch mal eben 50% an Wert hinzugewonnen. Gut, sei es drum, hinterfragen wir jetzt erstmal nicht. Aber die Strategie von eBay, neue Märkte zu erschließen, um das Wachstum wieder anzukurbeln, die ist gar nicht verkehrt. Und vor dem Hintergrund, ja, die werden vermutlich über diese Widerstandslinie hier drüber springen, muss ich fast sagen, auch kaufen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, IBM, die habe ich eigentlich nur mit dabei. Heute Morgen haben wir die Zahlen ja schon abgefrühstückt. Insgesamt nicht besonders aufregend gewesen und beim Umsatz mal wieder hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber, sie haben natürlich Red Hat jetzt im Konzern und hoffen, dass sie bei der Hybrid Cloud dann in den kommenden Quartalen punkten können. Sollte man relativ zügig sehen, ob das funktioniert, vielleicht schon im dritten Quartal. Erstmal die Anleger nicht ganz so begeistert. Ja? Ich hatte heute Morgen auch schon gesagt, weil sich IBM nicht zu Red Hat äußert. Kommt mit dazu und da sehen Sie gestern, das sind die Quartalszahlen gewesen, da ging es erstmal kurz hoch und dann, das hat denen gar nicht mehr gefallen. So, wir würden irgendwo im Bereich 1,5% im Minus, das ist ja Stand vor 20 Minuten etwa, werden wir vermutlich rauskommen und dann schauen wir, wie es weitergeht für die IBM-Aktie. Ich mag ja solche, diese alten, hergebrachten Dickschiffe, finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, erstmal ist hier 143 der Ofen aus und vielleicht müssen wir uns ein wenig noch gedulden, bevor wir auch hier den Sprung dann in Richtung neuer Jahreshoch sehen werden. Do you? Ich glaube, das spricht man so aus. Wissen tue ich es nicht. Es ist ein chinesisches Unternehmen. Habe ich deshalb mit dabei, das ist der Tageschart. Die sind gestern an die Börse gekommen, in den USA. Sie werden vielleicht mitbekommen haben, es gibt jetzt so einen gewissen Trend chinesischer Unternehmen, dass die eben nicht mehr in die USA, in die Wall Street wollen. Ja, gibt es den einen oder anderen Grund, den ich nachvollziehen kann. Sondern, dass sie jetzt angelockt werden, beispielsweise von Handelsplätzen in China oder dann auch in Hongkong. Und DoYou ist den anderen Weg gegangen, hat gesagt, nein, wir wollen auf jeden Fall gerne an die Wall Street gehen. Ist eine Tochter von Tencent. Und da schließt sich wieder der Kreis. Tencent ist an allem beteiligt, Alibaba ist an allem beteiligt, Baidu und JD.com sind auch an allem beteiligt. Also da ganz unglaubliche Familienverhältnisse. Aber die sind an die Börse gekommen. Jetzt war das alles gar nicht so richtig. Der Markt ist nicht gelaufen. Die haben, glaube ich, das ganze IPO hat schon am unteren Ende der Spanne, die ja angedacht war, stattgefunden. Und dann war es auch irgendwie ein Non-Event, ja, auf null letztendlich geschlossen. Weshalb finde ich das spannend? Naja, ganz einfach deshalb. Das ist erst das zweite Unternehmen aus dem Bereich Livestreaming für Gamer. Also werden E-Sports-Veranstaltungen übertragen oder können Sie zuschauen, wie andere Leute im Internet irgendwelche Games zocken. Das ist wirklich hochspannend und das ist ein Wachstumsmarkt für die Zukunft. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass DoYou da als einer der Marktführer in China wirkliches Potenzial hat, zumal das Unternehmen tatsächlich auch geschafft hat, profitabel zu werden im ersten Quartal. Also keine ganz so schlechten Voraussetzungen, um hier vielleicht eine Aktie zu erwischen, in einer Situation, wo alle keinen Bock auf Aktien haben gerade, ja, und da sich mal ein paar reinzulegen und zu sagen, warten wir ganz einfach mal die Geschichte ab, wie sich das jetzt entwickelt. Also ich glaube, die Chance ist gar nicht so schlecht. Es gibt erst zwei Player und Twitch von Amazon ist ja nicht börsennotiert, geht im Konzern auch irgendwie unter. Dann gibt es ja die zweite, das ist Huya, hat sich zuletzt auch nicht so stark entwickelt. Aber was, wenn die Leute drauf kommen auf das Thema, was dann möglich ist, dann müssen sie sich den Huya-Chart mal anschauen. Ob die Huya heißen, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie man es ausspricht. Aber DoYou und Huya, das sind die beiden Player momentan in dem Markt. Ich finde es ganz interessant, finde es ganz spannend, wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. So, damit ist es das eigentlich schon gewesen. Heute Abend natürlich bringen wir die Microsoft-Zahlen zeitnah auch bei uns auf der Online-Seite, geben gleich mal eine Einschätzung dazu ab. Ansonsten sehen wir uns morgen früh an gleicher Stelle wieder. Bis dahin und tschüss.